Wir benutzen sie zum Kochen, zum Lesen oder um mit unseren Mitmenschen zu interagieren. Gemeint sind nicht unsere Hände, sondern das, was wir sehr häufig am Tag in ihnen halten. Unser Smartphone, Apps, Tablet-PCs und moderne Technik haben uns das Leben erleichtert und vieles möglich gemacht, was bis vor ein paar Jahren noch undenkbar war. Warum sollten von dieser Entwicklung nicht auch Menschen mit Behinderung profitieren können, fragten sich Ralf Grefel und Matthias Helmuth von Leben mit Behinderung Hamburg. In der Vergangenheit war es bei uns so, dass zunehmend Kolleginnen und Kollegen zu uns gekommen sind und uns gefragt haben, was für technische Lösungen für Menschen mit Behinderungen kennt ihr, was gibt es? Unser Know-how war da relativ dünn, deswegen konnten wir immer keine Antwort liefern. Was wir aber festgestellt haben, war, dass es im Unternehmen Kolleginnen und Kollegen gibt, die das Know-how haben. Also war unsere Idee, bringen wir doch die Leute, die das Wissen und die Erfahrung haben, einfach an einen Tisch für einen Informationsaustausch, um gemeinsam zu lernen und Dinge weiterzuentwickeln. Damit war die Idee geboren. Ralf Grefel und Matthias Helmuth gründeten das Techniklabor, eine Plattform, die online und auch real zum Austausch einlädt. Wir beobachten diese Entwicklung sehr interessiert, weil das eben eine ganz wichtige, auch gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist. Und wir haben im Vorstand wieder darüber gesprochen, inwieweit wir jetzt die sehr konkreten Ergebnisse, die aus dem Techniklabor gekommen sind, wiederum nutzen können, um das wieder auf einer etwas allgemeineren Stufe, zum Beispiel auch im politischen Raum, weiter zu verfolgen. Es ist einmal so, seitdem wir den Fernseher vorne benutzen, der in der Eingangshalle hängt, den wir zum Beispiel im Morgenkreis immer zeigen, da wird die Tagesstruktur abgebildet und das ist so, dass die Beschäftigten tatsächlich ohne den Zwischenweg über die Mitarbeitenden hier zu gehen, sehen können, was an dem Tag passiert und ja, sich eben selbstständig besser informieren können. Ja, guck, jetzt geht's gleich los, jetzt suchst du dir was aus. Ja, welches möchtest du? Wir versuchen, glaube ich, mal dieses hier. Wir haben zu Anfang ungefähr 25 Tablets in ca. 15 Einrichtungen verteilt und die Kollegen einfach mal probieren lassen. Ja, so ist gut. Und was fehlte denn noch? Der Bagger? War das der Bagger? Ja, wir nutzen sogenannte NFC-Chips, die wir programmiert haben auf unterschiedliche Spiele, Puzzlespiele und Lernspiele, die wir dann einsetzen und die dann auch, nicht alle, aber einige Beschäftigte können die dann auch selbstständig betätigen. Jan ist nicht da, da müssen wir ein A eintragen. Der ist heute zu Hause, genau, ein A, klasse. Dann können wir das nachher Andreas hinschicken, ne? Wir haben einfach durch die Technik, die wir einsetzen, nochmal einen ganz anderen Blick bekommen und erstmal einfach so ganz ungefiltert durchzustarten. Und dadurch haben sich dann auch ganz viele Ideen ergeben, dass wir gesagt haben, oh, wir können mal eine Anwesenheitsliste ausprobieren, wir können auch mal so ein Ich-Buch ausprobieren und sind jetzt erstmal in der Phase, wo die Beschäftigten sich an die Technik gewöhnen. Und dann kamen wir halt einfach auch zu ganz spannenden Dingen, dass wir zum Beispiel festgestellt haben, dass einer unserer Beschäftigten rechnen kann. Das war uns so vorher nicht bewusst und das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten, gerade weil wir viel mit Leuten zu tun haben, die nicht sprechen und die uns nicht mitteilen können, ich kann dies, ich kann das, ich kann jenes. Vielleicht, ich möchte gerade einen Apfelsaft oder ich möchte lieber einen Kirschsaft, aber halt so doch etwas kompliziertere Zusammenhänge. Das ist immer einfach ganz schwierig. Und Finger weg. Genau. Ja. Was für uns auch toll war durch die Geräte, war, dass einfach die Beschäftigten selbstständig an den Geräten arbeiten können. Dass sie einfach auch eine Phase haben, wo sie selber Dinge tun, die für sie einfach auch eine gewisse Wertigkeit haben. Und dass halt natürlich auch unsere Beschäftigten einfach auch ein Anrecht auf diese Technik haben, weil das ja, also wir benutzen diese Geräte im Alltag, aber diesen Zugang haben einfach die Beschäftigten nicht. Und das ist jetzt plötzlich möglich. Wir freuen uns natürlich weiterhin über jeden, der Lust hat, mit uns zusammen im Techniklabor zu arbeiten, Wissen auszutauschen, Informationen und Ideen weiterzuentwickeln. Und es ist jeder willkommen, wirklich. Denn davon lebt das Techniklabor. Super, gibt's mir fünf?